und das Rennen wird freigegeben für die Trabant-Fahrer. Trabant-Vernichtungsrennen in der Und nächstes Jahr geht es im April weiter mit Stockerinnen. Aber jetzt erst noch einmal Trabantrennen. Trabantrennen in der vierten Runde. Noch einmal. Wer schaltet als erstes auf? Wer kommt als erstes auf die Strecke? Wer ist als erstes nicht mehr mit dabei? Sind sie angetreten? Fünf Fahrzeuge sind dabei in dieser Klasse. Wir sind angegriffen von den Tiergewitzern Blitzern. Jetzt auch der junge Mann von den Gremlins stark bei der Sache.
Zelle von Basepohl weiterhin in den Anführungen. Hier wurde Horst der Füchse auf Maß genommen dort hinten. Und Füchse kommt noch einmal zurück auf die Füchse. Hier wurde Horst der Füchse wieder dabei. Klasse. Noch einmal ein Angriff gegen die Zwillinge. Die neue Postkarte werden noch einmal angegriffen hier in der Kugel. Aber auch da reicht es, um sich noch einmal wieder zurückzubringen. Die 177 versucht hier die Trebeleber auszubremsen und die Trebeleber lassen nicht locker, die gehen da ein nach dem anderen immer wieder rein bei den Ossendorfern und da weiter. Die Ossendorfer haben sich noch einmal befreit, genauso wie die Trebeleber, die sind noch einmal wieder weiter. Weiter hier in der PS-Hölle von Basepohl. Und jetzt gibt es hier schwarze Fahne für die Trebeleber, für beide Fahrzeuge der Trebeleber, schwarze Fahne, beide fahren raus. Ja, warum das jetzt, weiß ich noch nicht genau, aber einer kommt scheinbar noch wieder zurück.